Unter den Drachenvierecken A, B, N, C, N, D hat das Drachenviereck A0, B0, C0, D0 den maximalen Flächeninhalt. Berechnen Sie diesen Flächeninhalt und den zugehörigen Wert für x. Also was müssen wir machen? Den Flächeninhalt berechnen. Gehen wir zum ersten die Formelsammlung zum Drachenviereck und schauen mal nach, was hat das für eine Flächenformel. Finden wir auch sofort 1/2 mal e mal f. E und f sind die Diagonalen im Drachenviereck, also 1/2 mal Diagonale 1 mal Diagonale 2. Jetzt gehen wir hoch in unsere Zeichnung und überlegen uns mal, wie groß sind eigentlich diese Diagonalen. Wenn wir uns für das erste Drachenviereck einfach mal exemplarisch hernehmen, wir haben hier einmal die Diagonale AC. Da können wir sogar eine feste Größe angeben, weil wir wissen genau, von A nach M sind es 2 Längeneinheiten, von M nach C sind es immer 4 Einheiten. Das heißt, eine Diagonale ist auf jeden Fall immer 6 Längeneinheiten lang. Die zweite Diagonale geht hier von oben nach unten, von D nach B. Die müssen wir jetzt funktional abhängig angeben. Das ist aber kein Problem, weil das Schöne an dieser Diagonale ist, sie liegt parallel zu einer Achse. Sie liegt parallel zur y-Achse und wenn eine Strecke parallel zu einer Achse liegt, gilt immer, ja, wenn es die y-Achse ist, y-Koordinate von dem oberen Punkt minus y-Koordinate vom unteren Punkt, also y von d minus y von b. Läge sie parallel zur x-Achse, müsste man x-Koordinate vom rechten Punkt minus x-Koordinate vom linken Punkt. So, und damit haben wir eigentlich im Prinzip schon alles, was wir für die Flächenformel des Drachenvierecks benötigen. Also, schreiben wir nochmal auf. Flächeninhalt vom Drache ist gleich 0,5 mal, jetzt 1/2 mal, erste Diagonale, das war die ANCN, mal die zweite Diagonale, das war die BNDN. Ja, wir kennen hier aus dem Zwischenergebnis ja auch schon die BNDN. Also falls man da nicht drauf kommt, kann man sie da einfach abschreiben. Wir wollen sie natürlich noch berechnen. BNDN lässt sich berechnen aus, wie gesagt, y-Koordinate vom oberen Punkt minus y-Koordinate vom unteren Punkt. Die müssen wir jetzt noch rausfinden. Dafür gehen wir in den Aufgaben wieder weiter nach oben. Oben liegt der Punkt DN, unten liegt der Punkt BN und BN und DN haben wir hier in der Aufgabe 1.2 auch schon drin stehen. Das sind die Koordinaten, die ich brauche. DN minus 0,5x² plus 3x plus 0,5 minus BN minus 0,25x minus 3. Ja, da schreiben wir es noch zusammen. Ja. Also y von dn minus y von bn. Dn war minus 0,5x² plus 3x plus 0,5 minus. Achtung, wir brauchen jetzt unbedingt eine Klammer, weil wir ziehen ja den kompletten bn ab. Minus 0,25x minus 3. Ohne diese Klammer würde nämlich dieses Minus nur auf dieses vordere Minus gehen, aber nicht mehr auf das hintere, auf das da. Deswegen braucht man an der Stelle die Klammer unbedingt. So, vereinfachen. Ja, die Vereinfachung hier ist eigentlich gar nicht so kompliziert, weil sie steht eigentlich schon hier oben drin im Zwischenergebnis. Die minus 0,5x kann ich abpinseln, dann 3x minus minus 0,25x sind die plus 3,25x. Und 0,5 minus minus 3 sind die plus 3,5. Ja, Längeneinheiten. So, erster Schritt ist schon geschafft. Setz mal ein. Flächeninhalt vom Drache. Na, jetzt spinnt mein Stift wieder rum. Na, was ist jetzt? Jetzt. Drache ist gleich 0,5 mal. Vorhin haben wir ja erwähnt, A, N, C, N sind 6 Längeneinheiten. Wie gesagt, A, von A nach M sind es 2, von M nach C sind es 4. Und 4 plus 2 sind 6 mal. Und jetzt kommt der komplette BNDN. So wie er da steht, einfach hinschreiben.
So, das müssen wir jetzt noch vereinfachen. 0,5 mal 6 sind 3. 3 mal minus 0,5x² sind minus 1,5x². 3 mal 3,25 sind 9,75x. Und 3 mal 3,5 sind 10,5. Flächeneinheiten. So, davon muss man jetzt noch das Maximum berechnen. Ja, Aufgabe heißt ja, berechne den maximalen Flächeninhalt. Berechne den zugehörigen Flächeninhalt und den zugehörigen Wert für x. So, wenn wir den Taschenrechner zur Verfügung haben, ist es ja am einfachsten, auch den Taschenrechner mit dem Maximum zu berechnen. Ja, sobald das Wort Maximum oder Minimum auftaucht, empfiehlt es sich, hier auch wirklich den Taschenrechner einzusetzen, weil der hier einfach einen unschätzbaren Zeitvorteil liefert. Ansonsten müsste man aus dem Ding einfach nur auch nur den Scheitelpunkt berechnen, würde genauso gehen. Ja, wir haben A, B und C. Scheitelpunktform können wir auch ablesen, aber hier sind wir natürlich ein Stück schneller. Wir nehmen den Taschenrechner. So, gehen auf y ist gleich, die Formel löschen wir raus und schreiben stattdessen unsere Flächenformel von gerade eben rein. Schauen wir nochmal nach. Minus 1,5x². Dann hatten wir plus 9,75x und plus 10,5 hinten dran. Dann gehen wir zuerst auf den Graph, schauen, ob das Maximum sichtbar ist. Wir sehen, das ist noch außerhalb vom Graph, deswegen müssen wir erst noch rauszoomen. So, das ist der Fall. Jetzt kann der Taschenrechner dieses Maximum auch finden. So, und dann kommt raus, wir haben ein Maximum an der Stelle 3,25 mit einem Wert von 26,34. Das schreiben wir jetzt nur ab. Daraus folgt, x ist gleich 3,25. Y ist gleich, müssen wir nachschauen, 26,34. Und das ist gleich das T-Max. Jawohl, gab es noch was zu berechnen? Berechnen Flächeninhalt, den haben wir mit 26,34. Kann man noch Flächeneinheiten dazu schreiben. Und den zugehörigen Wert, den haben wir auch mit 3,25. Also ist die Aufgabe gelöst.